Shalom Aleichem, liebe Zuschauer. Heute eine Frage an euch. Wird mich sehr freuen, die Antwort zu hören. Es ist in unserer Parasha Vayero, 1. Buch Mosche, Kapitel 1. 1. Buch Mosche, Kapitel 21, Pasuk 33. Ich lese das zuerst in die Wörter von die Torah. Vayita Eshel Biver Shova, Vayikro Shom Beshem Adoinoi El Olam. Da pflanzte er Abraham einen Baum in Beersheba und er verkündete dort im Namen Gottes, des Gottes der Zukunft. Eine Übersetzung. Zweite Übersetzung auf Jiddisch, El Olam. Und er hat gepflanzt einen Tamariskenbaum in Beersheba. Und er hat dort gerufen zu dem Namen von Adonai, dem ewigen Gott. Also El Olam. Dritte Übersetzung. Und er pflanzte ein Tamariske in Beersheba und rief dort an dem Namen des Ewigen, den Gott für immer der. Also diesen Begriff, dem Shem, dem Namen von Gott, El Olam, befindet sich nur einmal in die Torah. Meine Frage ist an euch, was ist dieser Name El Olam? Was hat das zu tun hier in Beersheba? Und warum wird das nur einmal in die Torah erwähnt? Was können wir von diesem Titel, von diesem Shem, von Hashem lernen? Rashi sagt El Olam, dass er hat angekündigt an alle Leute durch diesen Baum, sie sollen Gott danken, Melech HaOlam, zu machen eine Bracha, einen Segensspruch. Was sagt ihr? Was bedeutet in eurer Übersetzung El Olam? Shkoyach.